Ja gut, nicht als erster schießen. Ja, dann bringt es natürlich nichts. Kann sein, dass Wasser ihm ganz schön wehgetan hat? Der ist ja schön über. Der auch. Der nicht so. Morgu. Dann würde ich sagen, jetzt könnten wir diesen Todesstoß versuchen. Und du machst mal Blitz auf alle. Ne, Blitz ist blöd. Weil die beiden hier, die haben sich so mit Blitzen. Also sie haben, also sie sind dagegen resistent. Yes, sir! Und Nummer 2. Ja, auch noch auf den richtig guten. Der ist fast hinüber. Fokussiert und fällt um. Sehr schön. Geht wieder um. Er fällt einfach um. Wie? Und er hat gleich Level up. Ja, gut. Sehr schön. Ja, schön. Schön, an Dena Seete zu sehen. Ich will ja nicht neugierig sein. Oder erscheinen. Aber warum hast Tränen im Gesicht? Ja, wegen der Launen des Lebens. Oh, das verstehe ich nicht. Wieso? Ach, alles ist vergebens. Oha. Oha. Ja, sehr sentimental, kann das sein? Ja, bin ich auch manchmal. Na gut, von da aus kommen wir da nicht hin, oder was? Willst du mich veräppeln? Apple? Kann ich? Ja, jetzt so. Okay, ich wollte doch nur zur Truhe. Das schöne Teil mir holen. Ist die große preisliche Frage? Wie geht's hier? Oh, 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 oh. Da geht schon wieder alles. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Wo durch das an? Ah, nee. Na, da hinten ist. Fragezeichen. Nummer 15. 15. Das klingt. Hoch, 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 hoch mit dir! Gott, das ist ja noch Wasser. Kann ich nicht Map öffnen oder so? Da sehe ich, wo ich bin. Gott, das ist ja noch Wasser. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ja gut, lass mich mal durchs Wasser flutschen. Aber hier ist Map-Ende. Okay, ich verstehe. Dafür ist das Wasser da. Und dafür ist der Wind da. Und nochmal Wasser. Und nochmal Wind. Und nochmal Wasser. Ja, ist ja gut. Bleib sie schmeidig. Das hatten wir schon geknackt. Von hier kamen wir. Ja, okay. Also dementsprechend. Da waren wir auch schon drin. Oh nee, das Ding haben wir noch nicht geknackt. Hm. Starker Trank. Heißt, wir müssten hier lang kommen irgendwie, oder? Ja. Moin. Nein, nur kaputt. Komm doch her! Weiß, ich hab Angst vor dir! Ach du bimmliger Halber, ja moin. Ach, bist du hübsch. Moment mal. Ich hab jetzt vor lauter Hübschigkeit. Ich hab gerade so schön den Vogel angekickt. Ich weiß gar nicht, ist das ein Pegasus oder sowas in der Richtung? Aber Pegasus sind eigentlich weiß, ne? Es müsste ja eigentlich sowas sein. Fliegen mit Pferd halt oder so. Ne? Ein Goldasus. Ich weiß es nicht. Ein Pegasus in Gold. Ein Goldasus. Ja gut, jetzt haben wir nur einen Gegner, ne?
vielleicht, obwohl Behinderung könnte vielleicht etwas bewirken. Ne? Oder meinst du? Ja! Auch nur vielleicht. Obwohl hier unten sind noch zwei Schatten abgebildet. Wo soll... Da! Oh Gott, die sieht man ja gar nicht, die beiden. Guckt euch das an. Die habe ich ja nicht gesehen. Null nada niente gerade. Irgendwie. Ja gut, also er ist im Licht, sie sind im Schatten. Ich verstehe. Licht, Schatten. Was ist gegen Licht gut? Dunkelmagie. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wasser? Blitz. Ich glaube, Wasser ist gegen Schatten auch gut. Okay, ja gut. Jetzt ist die Beine können wir kaum aufhalten, denke ich. Wo ist die Chance schon mal bei ihm? Jetzt so ein bisschen schneller geworden. Okay, ja. Ich glaube, die werden uns noch länger in den Ohren klingeln. Weil der Vogel mag auch kein Wasser. Einfach mal in epischen Kampf geflattert. Man sollte auf alles irgendwie vorbereitet sein. Habe ich mal so gehört. Ne, Vögelchen? Ja, machen wir uns wieder langsamer. Das ist nicht besser, du. Also für euch vielleicht, aber nicht für mich. Was nehmen wir denn jetzt? Nochmal Wasser oder Blitz? Komm, wir versuchen mal Blitz, oder? Pika, Pika! Speit der Feuer? War das Feuer? Vielleicht, aber... Speit der Feuer? Okay. Ja, wobei ich glaube, der Dingschaden bringt bei denen nicht viel, ne? Der physische Schaden mit den Pfeilen. Ja, absolut nicht wirklich. Mein Magier hat relativ viel MP, würde ich sagen. Heute gibt es 20% Rabatt auf was? Also nicht bei Duckies. Nicht, dass ich wüsste. Auf Pizza! Ja dann. Ja, es ist schön, fette Attacken zu haben. Aber... Ja, sicher, ich werde diesen großen Vogel erschießen. Ja, bei dir ist nicht... Nee, lol. Außer du hast natürlich, Hundenrabatt und so, ne? Und vielleicht auch einen Gutschein. Okay, die beiden sind relativ im Eimer. Und ich würde jetzt tatsächlich... unsere Wunderwaffe mal rausholen mit Licht. Schaut ins Licht und ja, ne? Er blindet. Keine Ahnung. Oh, wie gemein. Ja, aber ein bisschen gemein muss auch mal sein. Und dann gibt's doch dazu Licht, Gewitter, Blitz, Dings, Bums. Okay, ich habe keinen ausgewichen, okay? Okay, sie hat gerade mal unterbrochen. Käse.
Okay, dem Vogel tut Gewitter nicht wirklich was, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Schaut ins Licht! Oh Gott, Vogel! Mein Magier ist auch gleich down, ne? Und genau deswegen habe ich jetzt das Licht ausgepackt, um die beiden Damen da mal ein bisschen loszuwerden. Oh Gott, der ist ja auch richtig vollkommen im Eimer, ne? Würde ich sagen. Komm, ich nehme mal den Tristis. Mal gucken, ob Tristis ein bisschen bessere Laune kriegt, wenn er hier mal ein bisschen mitmachen darf. Einfach mal hauen, also ich glaube, das bringt nicht viel. Gut, sie ist down vom Dings her. Oh, ja, gut. Hör doch mal auf hier, du. Also von der Geschwindigkeit. Also Licht hat ihm jetzt, glaube ich, nicht so viel getan, oder? Oh, wir haben hier wieder Bücher. Also Licht tut ihm gar nichts. Vielleicht ist er Licht. Also es ist vielleicht ein Lichtwesen. Ich kann mal die Verteidigung. Achso, ja, nee, Verteidigung sich selbst, ja. Ich bin Hunk. Also mit Licht können wir hier nicht viel erreichen. Also mit den Dings, ja, aber. Komm, ich hau mit mir Schwerde zu. Mal gucken, was er davon hält. War schon besser als mit Licht. Gelähmt! Cool. Ich hab den guten Mann eine Runde gelähmt. So, jetzt kommt Rubella ins Spiel. Und jetzt machen wir den ganzen einfach mal launisch. Ah, die haut auch einfach nur drauf, ne? Schutz vor Leid. Ja gut, das bringt uns jetzt wenig. Ja, wir sind beide full life. Wieder erwecken müssen wir auch gehen. Hochform. Na gut. Ultimativer Schutz. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie hier wirklich die beste Wahl ist. Ich glaube nein. Es macht doch nichts. Kritischer Treffer, sehr schön. Irgendwie bringt das alles nicht wirklich was. Na gut, er hat sein eigenes Tempo mal schnell wieder erhöht. Machen wir bei ihm auch mal. Das ist ein schöner Vogel, muss ich echt sagen. Der gefällt mir. So, ich nehme mal jemand anders. So, für ihn hatten wir schon Nora. Oh Gott, Nora. No, why not? Nora! Hat die jetzt auch den Schutz? Nee, schade, das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Kann ich nochmal verlangsamen. Ist auch geil animiert, muss ich sagen. Weil er flattert jetzt auch langsamer, ne? Ist schon geil gemacht. Wieso hatte ich nämlich auch an Rolls und tausche mal gegen. Und bei ihr war das Licht, ne? Gegen Finn, Dunkel. Ich weiß nicht, gegen Licht habe ich nicht wirklich was. Gegen Robert, das ist auch schon ganz schön lang geschlagen.
glaube, der nimmt sich mal einen Trank hier. Aber ab und zu gibt es auch bei Duckies Sales und so weiter. Ne? Da ist dann auch mal was. Ein paar Prozente günstiger, wobei, wie gesagt, ne, Warenkorbrabatt etc. gibt alle mögliche. Einmal anschauen, ob er dabei ist. Und den hauen. So, wollen wir beschleunigen. Wand. Oh, Wand auf allem. Das ist gut. Wenn man nicht mehr. Na gut. Nicht so. Nicht mehr unterbrochen werden. Mit Wand auf allem. Das war doch nur ein Betäubungspfeil. Na gut. Ich dachte, wenn darauf nicht wirklich auf diesen Vogel Magie wirkt, dann nehme ich mal was ein bisschen mehr Bums hat. Dementsprechend Stärke. Ne? Ja, mein lieben Freunde. Yay! Alle Level up hier. Ey, wie viele Punkte gab das? Temposteinstaub. Dings. Okay, wir schauen uns mal hier um. Hier drum. Weiß nicht, wo wir hier sind. Ich würde sagen, ganz oben. Zum Tempel des Mondes. Ganz oben. Wir sind beim Mond. Der Mond ist oben. Ist die Sonne nicht eigentlich oben? Warte mal. Siehst du, wir müssen ganz hoch und ganz runter. Es kann ja sein, dass die Verhältnisse verdreht sind. Nora, Vater, liegt im Sterben. Oh nein. Der Damm ist gebrochen. Die Pegel steigen. Ein Wasserdamm. Du bist fast daheim bei den Deinen. Aber Nora, es sind doch auch die Deiner. Warum sagst du nicht wir? Verstehe ich nicht, vielleicht. Ja. Fühlt sie sich nicht so ganz ja von mir zugehörig oder so, keine Ahnung. Weil sie ist ja die Schwester von ihr. Aber es kann ja trotzdem sein, dass man so sagt, naja. Ist ja auch immer so Geschwisterliebe und so, ne? Oder eben auch nicht. Oder eben, dass man sagt, naja, irgendwie fühle ich mich hier nicht so wirklich. Als würde ich dazugehören oder so, ne? Das ist natürlich schade, aber es kommt vor. Na na, jetzt hör auf zu weinen. Sag ich schon auf. Uff, auf. Okay, wir sind fast zu Hause. Eigentlich wäre ein Spiel gleich durch. Ich komme auf die Map. Das kann nicht sein. Da bitte. Ach, guck mal hier, da kommt noch eine Menge. Wenn es von da. Ja, gut, hier ist der Riese eingezeichnet. Na, da. Okay. Dann müssten wir jetzt. Also, das hier oben die Region. Die Region. Jetzt kommt die Region. Was ist mit. Nereida Insel? Ich doch auch mal hin auf die Inseln. Guck mal hier, oh Gott, 9 von 10, ja gut, Sternstoff. 9 von 10, ja super, 9 von 10. Wenigstens relativ, oh, 8 von 8.
Immerhin. 77 von 79 Truhen. Wie war das mit 100%? Oh. Nee, aber das finde ich auch unnötig. So 100%. So, vor allem noch am besten Geiz durch Ackern und keine Ahnung was. Wo finde ich das? Tralala, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Nicht für meinen Gusto, sag ich mal. Also gut, wir sind jetzt schon hier in Erins Klippe. Oder Erins Klippe. Ich würde sagen, ich mache ein kleines Päuschen und dann gucken wir mal, was hier im Schlösslein los ist. Ne? Und wir haben wieder Fertigkeitspunkte zu vergeben. Ha! Da freue ich mich auch schon drauf. Wieder Fertigkeitspunkte vergeben. Yay! Weil wir haben ja jetzt alle ein Level Up und jetzt, ja. Aber was ist mit den letzten Kästchen hier? Kommt da noch was? Ich denke, ja. Weil die werden ja nicht umsonst da eingezeichnet sein. Hier unten geht es ja auch noch nicht weiter. Oder so. Aber wenn es so weitergeht, haben wir bald hier alle, die verfügbar sind. Ne? Alle Fähigkeiten. Und so weiter und so fort. Hm. Ja. Na gut. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder und vielleicht bestellen wir gleich eine Pizza. Bis